Ah, Freunde, grüßt euch. Ja, grüßt euch, Freunde. Ich war hier gerade am Saubermachen. Ja, das ist ja lustig, dass ihr jetzt hier da seid. Und auch ganz ungewohntes Format, dass wir hier, ich lasse das jetzt einfach mal kurz hier so stehen, dass wir uns jetzt hier nicht auf Instagram, sondern auf YouTube wiedersehen. Ja, freut mich. Willkommen zurück. Und ich würde sagen, zufällig sind wir gerade in der neuen Wohnung, wo wir heute einziehen. Hier steht noch nichts, aber das ist ja ein guter Anlass, um dann auch mal die Wohnung im leeren Zustand zu zeigen. Dann kann man natürlich auch den Prozess nachvollziehen, wenn das Ganze dann so ein bisschen eingerichtet wird. Und ich würde sagen, kann man mal die Tür zumachen hier und einfach fangen wir mal hier an. So, wir haben insgesamt vielleicht so als Eckdaten, wir haben 120 Quadratmeter, 3 Räume, einen großzügigen Flur, 2 Bäder. Ja, hier ist das erste Zimmer, steht wie gesagt jetzt noch nichts drin, aber hier wird das Ankleidezimmer entstehen mit einem großen Schrank hier, einem großen Schrank da, sind dann insgesamt 6 Meter Schrank. Ich glaube, das reicht. Dann noch eine kleine Leseecke, Schminktisch für die Gattin. Und ja, eigentlich unspektakulär. Ist ein Altbau, also mit hohen Decken. Ich weiß jetzt nicht, ob man das über das Mikrofon hört, aber hier ist eine gute Akustik. Ja, gehen wir doch mal direkt weiter ins Schlafzimmer. Und da gibt es eine Besonderheit. So, hier, kommt mal rein. So, und zwar haben wir hier, oh, hier steht das Fenster noch offen. Hier haben wir einen schönen Erker. Und das ist natürlich traumhaft, wenn man morgens aufwacht und dann hier eine lichtdurchflutete Kulisse hat. Also generell die Wohnung. Wir haben jetzt, wie man sieht, nirgendwo Licht an. Wir drehen hier einfach mit Tageslicht. Es ist super hell. Und das hat uns von der Wohnung direkt überzeugt. Was natürlich, ich bin ein sehr großer Fan, wenn du mal hier auf dem Boden filmst. Vom Fischgrätenboden, auch nagelneu verlegt. Ja, wie gesagt, sanierter Altbau, ist gerade vor einer Woche fertig geworden. Ja, gut. Ja, gehen wir weiter, oder? Oder falls ihr Fragen habt, schreibt es natürlich in die Kommentare. Dann kann ich das vielleicht innerhalb des Videos noch beantworten. Hier haben wir 2 Bäder. Einmal, das wird ja, unser Bad, hier mit Dusche. Ich glaube, da können wir auch mal kurz reingehen. Also hier werde ich mich dann morgens drunter stellen und die Haare und Schnurrbart waschen. Ja, Toilette, Waschbecken. Das mag ich auch hier, die Waschbecken. Das ist natürlich für die Leute, die jetzt viel im Bad haben, unpraktisch, aber ich mag das. Das sieht alles sehr clean aus. So, Staubsauger kann erstmal. Hier, das wird das Gästebad mit ja, Badewanne, gleiches Waschbecken, ein bisschen größer, aber für die Gäste entbehren wir natürlich das größere Bad mit dem größeren Waschbecken und dem größeren Spiegel. So, weiter geht's. Jetzt hier ist auch noch ein Highlight, das muss ich gleich auch nochmal demonstrieren. Hier haben wir das Wohnzimmer mit Flügeltüren. Also die kann man so zumachen. So, das sieht doch schon, natürlich, das kann man unten feststellen, aber das sieht doch schon mal ganz schick aus. Kann man so in die Küche schauen. Hier wird das Wohnzimmer, wie gesagt, entstehen. Hier ein kleiner Esstisch, eine Couch. Dann hat man da draußen den Balkon. Ich glaube, da auf dem Balkon muss man jetzt nicht sonderlich eingehen, aber ist auch sehr großzügig. Also der geht einmal von über die ganze Breite der Wohnung. Ja, wie gesagt, falls irgendwelche Fragen sind, schreibt das gerne in die Kommentare. Würde ich sagen, können wir auch schon die Flügeltüren öffnen. Zack. Und dann haben wir hier die Küche. Da muss ich auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar, als wir der Wohnung früh zugesagt haben, da werden jetzt einige vielleicht die Hände über den Kopf schlagen, aber da stand die Küche tatsächlich nicht. Wir haben die Wohnung sozusagen geholt mit einer Skizze der Küche. Und ja, aber wir sind völlig zufrieden. Wir mussten uns erst, ehrlich gesagt, an die Farbe gewöhnen, weil natürlich eine weiße Küche, das ist immer ein Schursch hat. Aber wie gesagt, wir haben hier eine Poggenpol-Küche und für alle Kochinteressierten mit Gaggenau-Geräten. Wie gesagt, allein hier schon mal dieser Ofen, das hat mich richtig geflasht, weil der geht nicht normal auf, sondern ist einfach wie so eine normale Tür hier, zack. Induktionsherd, ja, Kühlschrank, ich glaube genügend Stauraum.
Ich habe mich auch eben schon gefragt, also ich glaube, da oben, da werden sehr viele Sachen stehen, weil das natürlich für den Alltag sehr praktisch ist. Ich habe hier auch schon mal ein paar Gläser eingeräumt. Hier stehen, glaube ich, hier gerade nur Teetassen drin. Aber ansonsten ja sehr praktisch. Man hat hier zum Kochen hier Gewürze direkt, kann man ausziehen. Zack, zack, zack. Hier alles Wichtige. Ja, Kühlschrank. Wie gesagt, hier nochmal indirektes Licht. Wundert euch auch nicht, hier sind vom Küchenbauunternehmen auch noch ein paar Sachen an der Wand, das kommt natürlich weg. Wird hier nochmal einmal drüber gewischt. Ich war ja gerade, ihr habt mich ja gerade genau beim Putzen erwischt. Aber ansonsten, ja. Ich glaube, wir können auch nochmal ganz kurz in den Flur. Das habe ich auf Instagram gezeigt. Ich bin ja hier auch ein großer Freund. Hier, guck mal, Freunde, da habt ihr hier einfach so eine Home-Anlage. Dann kann ich dann hier beispielsweise auch einfach mal die Kamera aufrufen. Dann braucht das ein paar Sekunden und dann kann ich mir hier angucken, wer läuft denn gerade hier so über die Küche, wenn hier jemand klingelt. Also auch beispielsweise der nette Kameramann hier. Als er eben geklingelt hat, dann könnte ich hier auf den Bildspeicher gehen, ob das alles so, wie heißt es nochmal, DSGVO, genau, konform ist. Das ist natürlich die Frage, weil jeder, der hier klingelt, der wird auch ein Bild gespeichert. Also wenn hier der eine oder andere mal versucht, einen Klingelstreich zu machen, ich sehe das, weil hier wird jeder fotografiert, der klingelt. Das war's im Endeffekt schon. Wie gesagt, nochmal zu den Eckdaten. Wir haben 120 Quadratmeter. Altbau heißt hohe Decken. Ich finde auch sehr schön hier diese zwei Bögen. Das hat man auf der anderen Seite auch nochmal. Also wirklich, ich bin wirklich begeistert, Freunde. Ja, frisch renoviert. Wir haben die Wohnung gemietet. Hier konnte man keine Wohnung mehr kaufen. Jetzt mal frei davon, ob das überhaupt eine Option gewesen wäre. Aber ja, wir wohnen jetzt hier erstmal zur Miete. Ist unsere erste gemeinsame große Wohnung. Und wir sind happy. Heute räumen wir alles schon mal größtenteils ein. Ein paar Sachen fehlen natürlich noch, aber ja. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder auf YouTube. Und irgendwann natürlich auch mal mit der fertig eingerichteten Wohnung. Dann gehen wir hier einmal nochmal komplett durch und schauen uns an, wie hat unser VW das Ganze hier gemeistert, natürlich zusammen mit der EW. Aber ja, ihr könnt ja mal auch jetzt mal in die Kommentare hauen, wie sehr freut ihr euch, dass endlich mal wieder ein YouTube-Video da ist. Und was könnt ihr euch vorstellen auf dem Kanal? Gefallen euch so Roomtouren, Vlogs mäßig oder wollt ihr da wirklich stur Modevideos wieder in der Zukunft? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken und falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonnieren natürlich und verbreitet das Video, weil die Wohnung ist zeigenswert, Freunde. So. Also, dementsprechend, schönen Tag, danke fürs Einschalten und bis demnächst.